Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video heute. Heute schauen wir uns das Halloween-Event in GW2 an. Ich gebe euch einen ganz kurzen Abriss über Aktivitäten, Belohnungen und Co. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und wir legen los. Kommen wir erst einmal zu den wichtigsten Informationen rund um dieses Fest. Das Fest Halloween findet natürlich auch wieder in Löwenstein statt, wie ganz viele Feste in den Menschenstädten stattfinden. Das heißt, auch hier haben wir also in Löwenstein die meisten Aktivitätsportale, gleich die Händler und Co. Das heißt, ihr könnt euch hier ganz, ganz wunderbar wild austoben, um hier einfach direkt auch in der Stadt eure ganzen Sachen zu machen. Und wichtiger Punkt natürlich auch, ihr müsst darauf schauen, dass wir also das ganze Event begrenzt haben. Jetzt zum Zeitpunkt des Videos sind es noch 19 Tage, die das Event läuft. Das heißt, nehmt da auf jeden Fall euch die Zeit auch, die Eventsachen zu schaffen in der entsprechenden Zeit. Denn wenn die 19 Tage rum sind, dann ist auch Halloween vorbei. Starten wir nun mit der ersten Aktivität von Halloween 2024. Natürlich wie jedes Jahr ist das also der Uhrturm des verrückten Königs, was ich euch jetzt einfach mal vorstellen möchte. Denn hier habt ihr also gerade in Löwenstein natürlich das wunderbare Portal, um hier zwei verschiedene Varianten zu besuchen. Dabei handelt es sich einmal um den Uhrturm, der angehalten ist. Das heißt, der ist erforschbar, da könnt ihr einfach rumspringen, müsst euch keinen großen Kopf machen. Und es gibt einmal den Uhrturm des verrückten Königs, der ganz normal zeitlich begrenzt ist. Das ist der schwierige und den wollen wir auch hier einfach einmal ganz kurz durchsprechen. Im Uhrturm angekommen, starten dann meistens die Runden, wenn rechts oben der orangene Balken voll ist. Das ist einfach ein Balken, der sich füllt mit immer mehr Spielern, die in die Lobby kommen. Und dann geht es darum, hier, ich sage jetzt mal, einige Etappen zu schaffen. Dazu geht es erst einmal den Turm nach oben, bis ihr zum ersten Mal warten müsst. Hier immer ganz wichtig, es kommt immer auf die Karte so ein bisschen an. Es gibt Instanzen, die ein bisschen verbuggt sind. Wartet wirklich immer darauf, dass die entsprechenden Flächen so richtig einrasten, weil es sonst sein kann, dass ihr daneben springen müsst oder dann nur daneben springen könnt, weil die noch nicht wirklich physisch da sind. Das heißt, ihr könnt die zwar sehen, das war es aber auch. Dann hier direkt am Anfang kann man einfach ein bisschen F drücken, kann hier also sich eine erste Süße- oder Saurus-Tasche holen. Das geht beim Vorbeigehen. Dann geht man weiter, wenn man Bock hat, kann man sich hier noch eine holen. Das kann ein bisschen eng werden. Hier muss man immer schauen, wie viel Vorsprung man schon hat vor der grünen Suppe. Und dann geht es einfach weiter. Der wichtigste Tipp bei dem Springen immer hier ist natürlich, dass ihr in den besten Fällen so ein bisschen wartet, wie hier zum Beispiel, um wirklich sicher auch nach vorne zu springen. Ihr müsst nicht jeden Sprung direkt durchziehen und ganz, ganz weit nach vorne gehen, wenn ihr sagen könnt, ihr könnt vielleicht auch 1, 2, 3 kleine Zwischensprünge machen. Die dritte und letzte Truhe bei dem ganzen Run gibt es dann hier bei dem Sprung nach unten. Dann hier immer warten auch, dass das einrastet und so ein bisschen, ich sage jetzt mal, auf die grüne Suppe achten, weil wenn die grüne Suppe euch fast bekommt, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass diese Plattform vor euch auch wirklich da ist. Und dann einfach hier nach oben springen und hier dann beim letzten Sprung reindrehen auf die Treppe und hier einfach warten. So, jetzt ein kleiner Tipp, solltet ihr irgendwann sehen, dass das Zahnrad von der grünen Suppe geschluckt wird, nämlich genau jetzt gleich, dann ist das nächste Ziffernblatt das Ziffernblatt, was kaputt geht. Und zwar kann man jetzt so ein bisschen um die Ecke gucken, da sieht man es schon kommen und dann springt man rein und der Uhrturm ist geschafft. Die nächste Aktivität, die wir uns angucken wollen, das ist der Aufstieg in den Wahnsinn, eine Instanz für bis zu 5 Spieler. Hier natürlich auch solo schaffbar, wenn man das möchte. Ich habe das immer früher solo gefarmt, ganz einfach, weil ich keine Lust hatte, Gruppen zu suchen und weil das eigentlich auch keiner spielen wollte. Hier kann es sehr, sehr guten Loot geben. Allerdings muss man ehrlich sein, dass also auch der Loot hier sich in Grenzen hält. Für Erfolge auf jeden Fall einmal machen, aber ansonsten kann man sich das auch sparen. Wichtige Mechanik bei diesem ganzen Spaß ist, dass man also ein bisschen auf der verrückte König sagt spielen muss. Gerade am Anfang gibt es eine kleine Phase, wo man also hier entsprechend der verrückte König sagt spielt. Dabei spawnen so ein paar Gegner aus den Portalen. Das kann ganz, ganz nervig sein. Hierzu könnt ihr noch immer entsprechend einfach den verrückten König da sein Zeug sagen lassen und dann einfach warten, weil ihr dann einfach nur gestunt werdet, wenn ihr das nicht schafft. Es gibt dann drei Ebenen, wo ihr gegen den verrückten König kämpfen müsst, müsst entsprechend König Thorn dann töten und dann entsprechend die Endtruhe looten. Die nächste Aktivität, die wir uns anschauen wollen, ist dann das Labyrinth des verrückten Königs. Hier haben wir natürlich eine Farmoption, die sehr, sehr aktiv genutzt wird. Wenn man also hier ganz, ganz kurz mal reinschaut in die Gruppen zum Beispiel, dann sieht man hier riesige Farmgruppen, viele Farmgruppen, die also die ganze Zeit durchs Labyrinth laufen und somit ganz, ganz viel Gold verdienen. Man kann auch XP farmen und andere Dinge machen, deshalb ist das sehr, sehr lohnenswert, sich hier eine Gruppe zu suchen. Generell geht es einfach darum, dass man also mit den Gruppen, je nachdem, was man halt für eine Gruppe hat, also hier in dem Labyrinth eine Runden läuft, Portale aufmacht, Türen aufmacht, die Gegner tötet und dann immer weiterläuft. Der Plan ist, dass man natürlich, wenn man als Gruppe läuft, also immer alle Spieler an einem Spot hat und es nicht der Fall ist, dass irgendein Spieler schon vorher Türen öffnet, damit die Gegner dann auch wirklich für alle zum Farmen da sind. Im Labyrinth selbst könnt ihr dann in der Mitte vom Labyrinth hier auch entsprechend beim Verwalter des verrückten Königs für Gold ein paar Händler kaufen, Bankzugang und Co. Wenn man also wirklich eine Karte hat, die sehr aktiv ist, dann lohnt es sich, das auszubauen und generell gibt es auch nebenbei natürlich noch die Option, Candycorn zu farmen, Schnitzkürbisse zu farmen und ihr könnt schon sehen,
hier auch entsprechende Rennen zu machen. Ansonsten bietet sich natürlich dann auch noch an, gerade für die Erfolge, die vielleicht ein bisschen mehr Farming erfordern, dass man die Schnitzkürbisse in der offenen Welt sammelt. Hier gibt es also auf jeder Karte Schnitzkürbisse. Dazu kommt natürlich dann auch noch, dass es entsprechend auch Candycorn zu sammeln gibt und dass wir auch in der offenen Welt dann Portale haben. Also es kann auch sein, dass ihr solche Tür-Events wie hier zum Beispiel mit diesen Event-Türen dann auch in der offenen Welt findet. Damit könnt ihr auch ins Labyrinth kommen oder eben entsprechend viele Gegner spawnen dort. Ja, und wem das alles auch noch nicht reicht, der kann dann alle 2 Stunden zur geraden Stunde hier entsprechend der verrückte König sagt spielen. Denkt aber bitte daran, dass es noch zum Event her dann die Zeitumstellung geben wird. Das heißt, es wird dann so sein, dass es nicht mehr die geraden Stunden sind, sondern die ungeraden Stunden. Da ein bisschen drauf vorbereiten und ansonsten war es das, was alle Aktivitäten angeht. Hat man dann natürlich genügend Candycorn gesammelt und genügend Loot gesammelt und sagt sich, okay, das reicht mir eigentlich jetzt, ich kann noch mal was Schönes kaufen. Dann sind natürlich die Händler sehr wichtig. Die gibt es nicht nur hier entsprechend, die gibt es auch entsprechend in Löwenstein hier oben. Und hier ist ein ganz großer Tipp, dass man sich auf jeden Fall den wöchentlichen Händler einmal gönnt. Hier kann man sich schöne Dinge kaufen. Ja, man kann hier schon sehen, es gibt also einige Sachen, die man für die Candycorn-Kolben kaufen kann. Wichtiger Tipp von mir. Man muss sich das gut überlegen, ob man zum Beispiel hier diese finsteren Maschinentruhen kaufen möchte. Das ist relativ teuer, denn hier diese Candycorn-Kolben sind einiges an Gold wert. Da muss man natürlich seinen Weg finden. Ihr könnt natürlich da selbst entscheiden, was euch da gefällt. Ich persönlich rate aber davon ab, hier zu viel auszugeben für Sachen, die es bei anderen Events ein bisschen günstiger gibt. Schaut lieber erstmal, was ihr wirklich explizit von dem Event haben wollt. Und dazu ist natürlich ganz wichtig, der Candycorn-Händler, der hier. Und damit könnt ihr euch zum Beispiel auch die ganzen Belohnungen holen der letzten Jahre. Das heißt also auch die Meta-Belohnungen. Ihr könnt aber natürlich auch entsprechend dann hier eure neuen Minis kaufen. Denn dieses Jahr gibt es auch ein neues Mini und zwar die Mini Hämmernde Spinne. Das ist das neue Mini, was es dieses Jahr dazu kam. Es gibt Rückengegenstände als Minis, ja, diese Bücher zum Beispiel und Co. Also ganz, ganz viele Sachen. Hier natürlich das teuerste Mini, was es gibt, ist immer noch Mini Oxidecimus, der Schattenrabe für 120 Candycorn-Kolben. Ich weiß gar nicht, zum Zeitpunkt der Videoaufnahme könnten das vielleicht 500 oder mehr Gold sein. Also auf jeden Fall ein riesiger Spaß und der wichtigste Tab für euch vielleicht, gerade wenn ihr die Candycorn-Kolben haben wollt, ist der letzte Tab von den Händlern, das ist der 4. Tab. Da könnt ihr nämlich sowohl die Candycorn-Kolben herstellen, als auch plappernde Schädel, als auch die Thyrias-Nougat-Füllung und Co. Das heißt, ihr müsst da im Prinzip nur die normalen reinlegen, 1000 macht immer eins davon. Damit kann man sein Inventar ein bisschen besser aufräumen und hat auch einen guten Überblick über die Dinge, die man da vielleicht braucht. Ja, hat man dann noch nicht genug, dann kann man sich auch noch den entsprechenden Alchemisten zuwenden. Diese haben Rezepte fürs Kochen, aber auch, und das ist ganz wichtig für einen Erfolg, Rezepte für das entsprechende, ja, Set an Rüstungsteilen. Da gibt es das Templar-Set, das Akolyten-Set und das Edelmann-Set. Holt ihr euch auf jeden Fall, wenn es geht, Stück für Stück die ganzen Rezepte. Das sind immer nur 1000 Candycorn oder 2000 Candycorn pro Rezept. Das kann sich schon lohnen, denn die Sammlung ist ganz nice und ich muss auch sagen, die Rüstung sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Kommen wir zu guter Letzt einmal zu den Achievements. Hier natürlich wieder mein Top-Tipp und das, was ihr bitte auf jeden Fall tun solltet, ist, dass ihr jeden Tag das Daily macht, denn wie immer gibt es natürlich auch hier bei dem Festival also eine entsprechende Daily-Truhe. Das heißt, wenn ihr auf Halloween-Rituale gebt, dann habt ihr einen Erfolg, der nennt sich dann hier zum Beispiel, ja, kann man das ganz, ganz gut sehen. Ihr seht hier, die ganzen Erfolge sind schon ein bisschen vorangeschritten und dann hat man hier den Erfolg Abend des verrückten Königs. Und dieser Erfolg ist also der Erfolg, den man abschließt, wenn man 5 Dailies macht. Bei insgesamt 21 Tagen kann man also am Ende des Events ganze 4 abgeschlossene Truhen haben und diese Truhen bringen euch dann, das ist dann hier die Gabe des verrückten Königs, gibt euch dann besondere Waffenskins oder sehr viele, ja, süß- oder saures Taschen. Hier bitte auf jeden Fall, wenn es geht, die Dailies machen, denn das bringt euch natürlich auch bei den jährlichen Erfolgen viel mehr, denn wenn ihr dann auf das Meta-Ding guckt, also ihr seht ja hier zum Beispiel, braucht also hier 9 Erfolge, dann kann man über die Zeit, über die Tage, die man also immer die Dailies macht, auch diese Erfolge hier vorantreiben und kann sich am Ende dann hier zum Beispiel das wunderbare, ja, diesjährige Rüstungsteil verdienen. Ist ein bisschen hässlich, finde ich, dieses Jahr. Macht nicht viel her, hat wieder diesen komischen, ja, Raucheffekt, aber komplettiert das Set ganz gut. Und es gibt halt hier auch entsprechend die neuen Zuckerwaffen oder die neuen Zuckerkernwaffen. Und da lohnt es sich natürlich, dass man sich hier auch entsprechend zumindest hier die holt. Denn, und jetzt kommt das Wichtigste noch nebenbei, wenn man dann noch ein bisschen Zeit hat, sollte man auf jeden Fall versuchen, die wöchentlichen Erfolge zu machen. Denn wenn man jetzt genau rechnet, haben wir also 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, also kann man sich nochmal 4 Waffen zusätzlich verdienen, denn immer bei 200 Punkten, also hier 200 Punkten, verdient man sich eine neue Zuckerkernwaffe. Das heißt, man kommt summa summarum mindestens, wenn man aktiv spielt, auf 5 von diesen Waffen. Das heißt, man braucht aber hier auch mindestens wieder 3 bis 4 Jahre, um alle zu erspielen. Ja, ich hoffe, dass das Video euch so ein bisschen besser erklären konnte, was genau jetzt eigentlich zu tun ist, was man machen könnte. Sucht euch auf jeden Fall euren Fokus, macht entspannt, macht wie gesagt die Dailies jeden Tag, aber ansonsten
Kein Stress, ihr habt genug Zeit für die ganzen jährlichen Erfolge und bitte versucht nicht, und das machen viele immer falsch, am letzten Tag gerade noch so die ganzen Yearlies zu machen, sondern macht das Meta-Ding so gut es geht in der ersten Woche, dann habt das erstmal weg. Habt einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut.